Also was mich an Schiele fasziniert, ist der Umstand, dass er der erste moderne Künstler ist. Das heißt, er ist der Archetyp eines neuen Künstlertums im Sinne all dieser zeitgenössischen Künstler, die im 20. und 21. Jahrhundert ihm folgen sollten. Das heißt, bis dahin waren die Künstler trotz einer gewissen Freiheit immer fest eingebunden in die Gesellschaft und der Künstler konnte all diese Freiheiten nur ausleben, wenn er zugleich die Gesellschaft bedient hat als Historienmaler, als Porträtist. Auch das große Vorbild Schieles, Klimt, hat ja die ganzen Gattinnen der Industriellen, des Großbürgertums, der Aristokratie gemalt. Man darf nicht vergessen, im 19. Jahrhundert herrschte immer noch eine große Sexualfeindlichkeit. Erotik wurde unterdrückt und als verbrecherisch in der Öffentlichkeit bezeichnet. Aber es gab eine Ausnahme. Das heißt, Damen aus der höchsten Gesellschaft konnten sich ausziehen und in lasziven Posen in Softpornos mitspielen, solange das auf dem Bild eines Malerfürsten stattfand, der diesen Damen dann Rollen aus der griechischen Mythologie verpasst hat. Und damit war es auch legitim. Schiele bricht mit dieser Tradition. Er hat damit nichts zu tun. Er muss seine Arbeit nicht rechtfertigen. Er ist der erste völlig autonome Künstler. Er ist nicht dazu da, die Bedürfnisse der Gesellschaft oder einer gewissen Elite zu bedienen, statt dieser Gattinnen der Reichen der Gesellschaft und der Damen der höheren Gesellschaft, holt er sich lieber schmutzige Mädchen von der Straße, die er dann auf den Atelierboden legen kann, die sich relativ unbeteiligt den Rock hochziehen lassen, die Hose runterziehen lassen. Und er betrachtet den Körper als ästhetisches Material. Das heißt, er inszeniert. Keine einzige dieser Darstellungen, dieser unzähligen Aktdarstellungen, ist natürlich oder idealisiert, sondern sie sind immer völlig dem choreografischen Diktat des Künstlers unterworfen. Er benutzt sie und zeichnet sie genauso wie seine Blumen, seine Landschaften. Es ist immer er. Ja, Schiele hat sich auch sehr für Kinder interessiert. Es gibt ein paar ganz aufregende, wunderbare Kinderbilder, die er gemacht hat. Sehr nüchtern und eigenartig. Die Kinderdarstellungen, die wir kennen aus dem 19. Jahrhundert, sind ja vollkommen anders, idealisiert, verkitscht, süßlich. Er macht das nicht. Das erste Mal sehe ich Kinder dargestellt komplett roh und nüchtern. Wenn ich sage roh, meine ich neutral. Ja? Und das ist sehr berührend, wenn man das anschaut. Man spürt auch, dass es meistens Kinder sind von der Straße oder aus dem Proletariermilieu, dass es Kinder sind, die geschwollene Augenlider haben, die verdreckt sind, die eingeschüchtert, verwirrt sind. Und in den Zeichnungen sieht man aber, dass er diesen Kindern eine Würde gibt. Und auch das ist neu. Also diese Art der Darstellung, der ehrlichen, offenen Darstellung, gibt es bis dahin in der Kunst nicht. Er bezeichnet sich selber als Neukünstler und sagt, der Neukünstler arbeitet nur für sich selbst und aus sich selbst. Und das ist das, was mich an Schiele fasziniert. Diese Autonomie, diese Autarkie, die er da hat. Und auch diese Anarchie. In dem Sinn ist er der Erste. Und er hat den Standard gesetzt für alle kommenden Künstlergenerationen.